Hallo ihr Lieben, hier ist die Simone und wow, meine Welt hat sich so verändert die letzten Wochen, Monate, Wochen eigentlich, Tage. Ich hatte gerade 6 Tage Körperkurs in Stockholm, die ersten 3 Tage mit der Glenna Rice, sehr, sehr, sehr zu empfehlen, und jetzt 3 Tage Advanced Body Kurs mit Gary und so viel Neues gewahrsam, so viele neue Wahlen, so ein neues Yes, let's go for something different. So, was sind die Dinge, die ihr wahrnehmen könnt, ja? Die vielleicht so anders sind und die sie nie als wertvoll betrachtet, weil sie nicht vergleichbar sind. So, überall, wo ihr euch selbst ablehnt, eure Ideen, eure Wahlen, eure Kreation ablehnt, weil ihr sie nicht vergleichen könnt, zerstört und umkittet es. Danke, Ride on Good Bed, Pop, Pop, Orange, Jots, Boys, Mons. Was ist das Riesengeschenk hier, was du noch nicht empfangen hast? So, was, wenn es nicht darum geht, vergleichbar zu sein, sondern darum geht, was macht dir Spaß zu kreieren? Und ich merke so, ich stelle gerade einen Haufen neue Fragen, so, hey, wer möchte mir ein Beitrag sein für mehr Abenteuer, für mehr Spaß in meinem Leben, für wirklich mehr Beitrag? Ich möchte was anderes kriegen, ich möchte mehr Spaß haben und ich mag nicht mehr berechnen. Ich habe so das Gefühl, so, oh, das ist so langweilig und so, ja. So, wie viel von euch geht es so, dass ihr einfach gelangweilt seid, die Dinge so zu machen, wie sie jeder andere macht? So, alles, was ihr noch nicht anerkannt habt, wie gelangweilt ihr seid von diesem Programm, das alle anderen von euch fordern. So steht dann unkredit ist. Danke, Ride on Good Bed, Potbock, Orange, Shorts, Boys, Mons. So was, wenn das Leben einfach wieder Spaß machen darf, ihr begeistert sein könnt. Und was sind die Dinge, die für dich so leicht gehen, dass du sie nie als wertvoll betrachtest? Ja, und ich habe ja gerade im März einen Online-Kurs, der nennt sich Spread Your Wings in Business. Und ich merke so, oh, wie passen die Kreationen noch zu einem kommen und wie viel Innovation da tatsächlich drin ist. Denn ich habe seit, naja, eigentlich schon mehr als 2 Jahre wirklich Intensität in meinem Rücken und da ist was, was ich bisher mir nicht erlaubt hat anzugucken, und zur selben Zeit merke ich, oh ja, und das sind die Flügel. So wird es jetzt langsam Zeit, diese Flügel auszubreiten, die Reichweite auszudehnen und zu beginnen, wirklich zu fliegen. Nicht für die anderen, sondern für dich. So alles, was du da noch nie in Betracht gezogen hast, wie sehr das vielleicht auch auf dich matcht, wenn wir das so dann umkreieren. Danke, Ride on Good Bed, Pop, Pop, Orange, Shorts, Boys, Mons. Wie möchtest du, dass dein Leben aussieht? Frag danach, hab Spaß, go for it. Und wer kann dir ein Beitrag sein? Vielleicht bin es ich, vielleicht ist es irgendjemand anders. Welcher Beitrag könnte die Werkzeuge von Access Consciousness sein? Es ist wirklich mega, 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 was ich eröffnen kann. Ich meine, die unter euch, die meine Videos regelmäßig schauen, die wissen, wie ich mich verändert habe. Wow! Und es ist für jeden möglich. Es ist nur eine Choice. It's just a choice, wie das der Gary so oft sagt. Ja? Es ist nur eine Wahl. Manchmal geht es um das Clearing, ums Pot und Pocken. Manchmal geht es um Fragen stellen. Ja, Fragen stellen ist immer cool. Doch was alles andere sticht, ist, was wählst du? Und was kannst du wählen? Und was kannst du wählen? Und was ist das, was nur du wählen kannst und sonst keiner? Und wer kann dir ein Beitrag sein, das mit Leichtigkeit in die Welt zu bringen? Wir sind auch so gewohnt, immer alles allein zu machen. Aber hey, ja, ich weiß, du kannst es allein. Aber wie viel mehr Spaß macht es, mit anderen zusammen zu kreieren und zusammen zu gehen und einfach go for it. Let's have fun. Und ich merke für mich, mir machen die Dinge sehr viel mehr Spaß, wenn ich sie teilen kann, wenn ich es mit jemandem erlebe, ja? Und wie viel mehr können wir haben, wenn wir noch viel mehr gemeinsam kreieren, ja? So, alles Gute, ihr Lieben. Ich freue mich mal wieder am See zu sein jetzt ein paar Tage. Am Wochenende startet Receiving from Man mit Liam zusammen. Da freue ich mich auch megamäßig. So, Empfangen vom Mann, ist das was, was erlaubt ist? Wie viele Hintergedanken kommen da sofort? Und sind es überhaupt deine? Was kann man hier alles verändern? Wie viel Spaß könntest du haben? Könntest du wählen, einfach nur du zu sein? Und ist es dann weniger oder sehr viel mehr, als du je dachtest? Macht's gut, ihr Lieben. Hier war die Simone. Tata!